Warte, mach das. Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer Nerdstube. Heute ganz im Thema von Die Schönen und das Biest, denn wir haben heute drei wunderbare Themen für euch, die ihr gleich anschauen könnt. Hi, I'm Danny Rand. I've been away a long time. Let's go, you don't belong here. I'm Danny Rand. Ich? Danny Rand? Los geht es mit, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, an unserem meisterhaften Cosplay, was ich mir bei Doctor Strange geliehen habe, mit Iron Fist von Netflix. Die Serie könnt ihr ab dem 17.03. weltweit bei dem Streaming-Anbieter sehen und wir haben vorab schon mal reingeschaut. Es ist die vierte Serie im Marvel-Bunde, bestehend aus Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und jetzt Iron Fist, die dann irgendwann die Defenders bilden. Und nun ist es Danny Rand, der dran ist und gespielt wird von dem guten Finn Jones, den wir aus Game of Thrones kennen als, wie hieß er noch gleich? Loras Tyrell, Bruder von Marjorie. Aha, das hätte ich bestimmt auch aus dem Kopf gewusst, weil ich der größte Game of Thrones-Experte in der Redaktion bin. Worum geht es denn in Iron Fist? Also, Danny Rand kehrt nach 15 Jahren zurück. Er galt als tot, als Opfer eines Flugzeugabsturzes über dem Himalaya. Seine Familie soll da auch umgekommen sein und jetzt taucht er plötzlich in New York wieder auf und denkt sich, ey, ich habe hier doch so ein Familienunternehmen, bin ich einfach mal da und frage mal nach, was los ist. Und besuche meine alten Freunde. Die sich aber nicht an ihn erinnern können und verleugnen, dass Danny oder überhaupt nicht glauben können. Natürlich ist es auch ein bisschen unglaubwürdig, wenn du nach 15 Jahren auftauchst und einfach so sagst, ey, ich bin der Verstorbene. Jedenfalls möchte er versuchen, wieder in seinen Firmenbesitz zu kommen und wieder in New York neu anzufangen. Und ihn umgibt dann so eine rätselhafte Geschichte. Ist es wirklich Danny? Was hat er die 15 Jahre gemacht? Warum kann er auf einmal so gut Martial Arts Moves? Warum leuchtet seine Faust eigentlich, Lenker? Was ist Hallo? Da los? Das sehen wir erst viel später. Ja, jedenfalls ist das so ein bisschen die Prämisse dieser 13-teiligen neuen Netflix-Serie, die auf den Marvel-Comics basiert. Und wir möchten euch kurz ein paar Eindrücke schildern von den Episoden, die wir gesehen haben. Ich habe jetzt 3 gesehen, du hast, glaube ich, noch ein paar mehr gesehen. Ich habe 6 gesehen. Ich hatte leider noch nicht Zeit, weil es so ein paar technische Schwierigkeiten gab, sonst hätte ich da natürlich auch mehr gesehen. Aber bis zu meiner Review, die ihr auch zum Start lesen könnt, werde ich auch alle 6 gesehen haben. Was ist denn so erstmal dein Eindruck, Lenke? Also, vom Piloten, es fängt sehr langsam an. Sehr langsam. Ja. Sagen wir auch, die zweite Episode ist auch nochmal sehr gemächlich. Also alle 3 Episoden, die ich gesehen habe, waren vom Tempo her nicht so die allerschnellste Serie. Und auch von der Ereignisreichtum her war es jetzt nicht so ereignisreichste Serie. Im Piloten ist wirklich nur, dass er nach New York zurückkommt und versucht, in seine Firma reinzukommen. Das war's. Mehr passiert im Piloten nicht. Okay, er trifft noch ein paar Leute. Ich glaube, Colleen auch schon im Piloten, oder? Ja. Genau. Aber es passiert echt nicht viel. Und in der zweiten Episode geht es erst am Ende los. Ja, es passiert nicht so viel, das ist schon richtig. Man muss da ja auch immer mit den Erwartungen umgehen und hantieren. Yeah. Und meine Erwartung an Iron Fist, das habe ich, glaube ich, auch schon in anderen Nerdstuben-Ausgaben gesagt, in denen es um Netflix-Serien geht, da passt es dann tatsächlich, dass ich von Iron Fist als Figur und als Comic-Kenner erwarte, dass es da rund geht, was so Martial Arts und Gekloppe und sowas angeht. Und stattdessen bekomme ich hier in den ersten 3 Episoden so ein bisschen Legal-Drama, so ein bisschen, ich möchte meine Firma zurück, wenig Backenfutter. Natürlich gibt es auch schon in den ersten 5 Minuten einen Kampf, das gehört sich so. Aber wenn man es zum Beispiel unweigerlich mit Daredevil vergleicht, ja, was so ein bisschen die Referenz für mich ist, ja, dann sind die Kämpfe bisher noch nicht so beeindruckend. Also ich meine, bei Daredevil hat es zwar auch bis zur 6. oder 7. Episode gedauert, oder nee, in der 2. war sogar schon der Korridorkampf in der 1. Staffel. Da haben wir dann halt einen richtig schön choreografierten Kampf gesehen, der beeindruckend war, der Eindruck hinterlassen hat. Und hier bei Iron Fist ist es noch nicht so. Naja, komm, der eine Move, sag nur Hashtag Taxi, der ist schon beeindruckend. Ja, gut, der war für mich, ich gucke ja sowas nicht so, so eine Kampfserien oder Kampffilme oder so. Das letzte Mal, weiß ich nicht, in den 90ern. Naja, Karate Kid guckst du ja Ninjas. Ja, aber ich meine sowas in der Art.
Und das hat mich schon beeindruckt, die eine Szene in der ersten Episode. Aber das war's eigentlich auch. Das, die Frage ich ist weiß halt, ja auch, ja. dass die halt eine Hintergrundgeschichte erstmal erzählen wollen von allen. Aber es war einfach so nicht bei Daredevil, oder? Ich kann mich nicht erinnern, ob das wirklich so langsam anfing. Nee. Ich weiß, dass ich von Anfang an begeistert war. Ja, so war es halt wirklich bei Daredevil. So war es sogar ein bisschen mehr bei Jessica Jones. Und ich würde sogar sagen, dass es bei Luke Cage so war, die wir auch schon kritisiert haben, Herbert kritisiert haben, auch schriftlich auseinandergenommen haben auf Serienjunkies. Bei Luke Cage ist dann halt sowas, da kommt noch der Style dazu. Also du hast diese urbane Ästhetik, du hast die den Stadtteil Harlem als und die Musik. Charakter, die Musik, die schöne Clubmusik und so. Ja. Du hast tatsächlich interessantere Nebenfiguren als hier. Und hier bist du wieder in so einer Konzernwelt und da finde ich die Figuren nicht so fesselnd. Es gibt dann so ein Mysterium um noch eine andere verstorbene Figur, die entweder als verstorben ist oder nicht. Ihr könnt euch denken, wenn ich das so andeute, wie es ist. Es ist auch mal wieder so, dass es eine weibliche Figur gibt, die viel, 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 viel interessanter ist als Auf Danny jeden Rand. Fall. So war es ja auch schon, Lenka hat sich verkleidet als sie, so war es ja auch schon bei Luke Cage und der guten Misty Knight, die ja auch relativ interessant war und tatsächlich für mich auch interessanter als der Protagonist in der Serie. So ist es hier nun auch wieder. Und hier haben wir jetzt leider nicht diesen Stil. Also ich weiß jetzt nicht, was Iron Fist so richtig unterscheidet von... Es gab ja immer die Vergleiche im Vorfeld. Es hat Ähnlichkeiten mit Arrow, es hat Ähnlichkeiten mit Batman, es hat Ähnlichkeiten mit Doctor Strange. Das ist natürlich auch der Comic-Herkunft geschuldet, die alle so in den, also außer Batman, die anderen drei Beispiele sind, glaube ich, so in den 60er Jahren entstanden. Und da war es halt irgendwie so, reicher Billionär geht verloren, hat ein persönliches Schicksal oder eine Tragödie erlitten und muss dann damit zurechtkommen. Und so ist es halt hier auch. Und die Spannung baut sich da nicht so recht auf bisher, oder? Aber ich muss auch sagen, ich mag alle Figuren, also die guten, ja. von Anfang an. Wer mich stört, ist Ward. Ja, yeah, okay, oh Gott. Mich auch. Aber ich glaube, den soll man auch hassen. Ja, man soll ihn hassen, er soll auch unsympathisch sein, aber ich finde den Darsteller so leblos irgendwie. Okay, ja, ja. Ich verstehe schon sehr, was also, du meinst. Glaub nichts ich. In sein Gesicht irgendwie, da passiert irgendwie nichts. Er ist wie so eine Roboter-Marionette. Also ja. Mr. Robot in Personalunion wahrscheinlich, so was so sein Mimikspiel und so angeht. Aber ich glaube, der Schauspieler kann dafür nichts, der ist halt so angelegt. Aber du hast total recht, der ist halt ein bisschen problematisch in der Und ich finde halt die ganze Meachams, also die Schwester Joy, Joy mag, also die ist noch einigermaßen sympathisch, aber jetzt auch nicht so wie in den anderen Serien. Zum Beispiel bei Daredevil, da mag man ja alle. Hier, ich zwar nicht, aber eher alle. Ja. Auch hier Karen und so, die ich nicht so mag. Foggy. Joy geht wirklich noch, obwohl sie dann auch zwischendurch muss man auch denken, okay, was mag ich sie oder mag ich sie nicht? Ist sie sympathisch oder nicht? Aber der Bruder ist richtig anstrengend. Und okay, komm, der Vater, der ist auch schlecht. Ja. Joy wird gespielt von Jessica Stroop, die kennen manche vielleicht aus dem 90210-Reboot. Da hat sie auch als Silver mitgespielt. Und ich meine, das Problem an Joy für mich als Charakter ist, dass es sehr lange dauert und sie zweifelt, ob es jetzt nun wirklich Danny ist, obwohl er ihr irgendwie eine Wagenladung an Beweisen gibt dafür, dass er Informationen hat, die nur er haben kann. Und es dauert wirklich 3 Episoden, glaube ich, bis sie ihn dann irgendwann mal glaubt und bis sie irgendwie noch 10 weitere Beweise hat und noch 10 individuelle Erinnerungen, die nur die beiden verbindet. Und dann, ich weiß ja nicht, ich habe ja noch nicht weiter gesehen, aber ich glaube, ich nehme an, dass es dann so ein bisschen auflockert zwischen den beiden. Ich muss halt sagen, als Comic-Freund und überhaupt Marvel-Serien-Freund, es ist für mich bisher die schwächste Netflix-Serie. Davor war es für mich Luke Cage, die so ein bisschen nicht aus den Gängen kam, aber trotzdem so ihre Pluspunkte hatte. Aber jetzt ist es irgendwie, nach diesen Episoden, die ich gesehen habe, ist es halt ein bisschen mühselig. Und ich frage mich dann halt auch immer, bei solchen Sachen würde ich es jetzt auch weiter gucken, wenn ich nicht Marvel-Fan wäre und wenn ich nicht das als Netflix-Serie hätte. Und ich weiß es nicht. Ja, das ist das Problem. Du weißt ja, Legion, ich bin nicht so ein Fan von dem Hauptdarsteller. Und ich habe zum Beispiel die letzte Episode noch gar nicht geguckt, wenn es Woche für Woche kommt. Jetzt hatte ich hier Iron Fist 6 Episoden auf einmal. Natürlich habe ich die gebinged. Also wenn man die am Stück hat, dann ist es immer was anderes, als wenn du das für Woche sehen musst. Ja. So sehe ich das immer. Und es ist jetzt nicht schlechter als Luke Cage. Also da passiert dann schon eine Menge.
Ich finde halt, die Pilot-Episode ist schlechter als die Pilot-Episode von Luke Cage. Und danach sieht man auf jeden Fall einen Anstieg an Qualität und auch an Spannung. Aber es ist halt wirklich ein bisschen mühselig im Einstieg hier bei Iron Fist. Ja, das auf jeden Fall. Aber weil ich halt eben schon weitergeguckt habe, also es geht dann schon so ab der dritten, vierten Episode los. Mit so ein paar Anspielungen auch auf das weitere Netflix-Universum. Und das mit Feinden, die wieder auftauchen oder die erwähnt werden. Gaststars aus den anderen Serien und so weiter. Ich sag natürlich nicht wer, aber man freut sich über jeden. Ja. Und ich fand halt, insgesamt sieht es so aus, als wenn das quasi so eine als wenn die das nochmal überarbeiten. So eine Vorabversion, ja, oder was, die noch genau, nicht fertig ist. Ja. Da fehlen noch die Kämpfe, also die werden noch später hinzugefügt. Nein, also bis zur dritten hast du gesehen, ja. Okay, da ist sie schon ein bisschen am Start. Ja. Weiter dann, es ist schon sehr brutal, sehr blutig und mir wurde teilweise schlecht. Echt? Ja. Okay. Also, natürlich arbeiten die auch immer mit Cliffhangern am Ende der Episode, dass du dann halt natürlich weiterschaust. Aber insgesamt, weil ich die ganzen Charaktere mag, also Danny, Colleen, ja, weiter kann ich nicht sagen, ohne zu spoilern. Und das Gute ist ja, dass da zwar Iron Fist draufsteht oder Luke Cage oder Daredevil, aber die Frauen einfach besser zur Geltung kommen. Dann ist es doch egal, was da draufsteht. Aber die Frauen tragen die Serien, alle. Sehr gut. Ohne die Frauen würden die gar nicht auskommen. Mit diesem Rant entlassen wir euch auch mit diesem Segentipp und schaut einfach mal rein ab dem 17.03. bei Netflix The Power of Iron Fist. I'm going with you. No, you're not. You need me. Ich habe mir die nächste Redakteurin von uns herausgepickt und wir sprechen heute über eine Serie, die eine Ära bestimmt hat. Keine Ahnung, ob sie das getan hat, aber auf jeden Fall war es eine Serie, die bei Serienjunkies stets sehr beliebt war, zumindest in den Anfangsjahren, The Vampire Diaries. Whatever we need to do, I'm in. This is it. This is the beginning of the end. Lorin und ich schauen sie, ich bin noch nicht mit der achten Staffel durch, beziehungsweise habe noch gar nicht angefangen, aber in den USA ist die Serie jetzt zu Ende gegangen mit einem großen Finale. Vielleicht kannst du ja erstmal ein bisschen davon erzählen, was in der achten Staffel so los war und ob du dich gefreut hast, dass es zu Ende ging und überhaupt, was war in der achten Staffel los? Sag einfach. Also gefreut habe ich mich vor allem, dass es vorbeiging wegen der fünften und sechsten Staffel, beziehungsweise sechsten, weil die war etwas furchtbar. Ich habe mir ein bisschen aufgeschrieben. Die achte war eigentlich wieder, da haben sie sich wieder etwas gefangen und das zu einem Ende gebracht, mit dem ich leben kann, ohne dass ich sagen möchte, dass es gut war im eigentlichen Sinne des Wortes. Ich verorte ja immer so den Abstieg von The Vampire Diaries mit, also es gab ja irgendwann mal Klaus als Gegner, der war ziemlich faszinierend und seine gesamte Mikaelsen-Familie rund um Elijah und Rebecca und Cole und wie sie alle hießen. Und dann ging er irgendwann mal zu The Originals, bekam seine eigene Serie, die in New Orleans spielte. Die hast du ja auch ein bisschen betreut mit Reviews. Und dann gab es immer noch so als Rettungsanker die Figur Caroline, bis zur 100. Episode ungefähr. Da war es noch so ein bisschen spannend. Und als dann diese ganzen Faktoren nicht mehr da war, finde ich persönlich, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, ging es bergab mit der Serie. Ich habe eben noch mal nachgerechnet, der Abstieg bei mir fängt mit der sechsten Staffel an. Okay. Weil da wird es absurd. Ja, also da fangen die an, dann da, das ist, wo dann, also wo sie alles durcheinander schmeißen. Mhm. Elena lässt ihr Gedächtnis löschen, alles wird total absurd. Damon und Bonnie sind in dieser Parallelwelt. Ah ja, Parallelwelt war ja noch ganz spannend, weil okay, die beiden sind ein gutes Team. Aber alles, was in Mystic Falls in der Zeit war, war furchtbar. Dann kommt Lily, die Mutter der Salvatoris. War die der Big Bad oder war dieser komische andere Typ der? Ja, das Big konnte man nicht mal mehr sagen. Stimmt, weil erst das war sie ein bisschen Problem, böse und dann hatte sie plötzlich so einen Mann, Julian, aus der Vergangenheit, der irgendwie dann böser war, aber dann war der auch wieder weg und dann gab es ja die Traveler gleichzeitig. Und dann hatte Lilly ja noch ihre Familie, die Heretics dabei. Mhm. Also man wusste plötzlich nicht mehr, wer der Böse ist. Es klingt jetzt so verwirrend, aber es war tatsächlich sehr verwirrend. Und das war auch so der Abstieg von der Serie. Davor war es relativ klar, aha, hier gibt es irgendwie einen Jäger oder so, der ist böse. Der wird dann irgendwann der Big Bad. Aha, hier gibt es Klaus, der ist eine große Gefahr, der muss bekämpft werden. Oder Catherine hat irgendwie Unfug im Schilde. Ja, und ein großer Punkt, es gab immer diese
die Gang-Momente. Genau. Irgendwann haben sich alle zusammengefunden, haben einen Plan gemacht und sich überlegt, wie sie jetzt dieses eine große Problem, was da ist, oder diesen Gegenstand, den sie jetzt unbedingt brauchen, finden können. Und plötzlich war alles durcheinander. Dabei muss man natürlich auch sagen, Vampire Diaries war jetzt eine Serie, die war in der ersten Staffel, die musste noch zu sich finden. Es gab so dieses Tagebuch-Element, das wurde dann irgendwann klangheimlich abgeschafft und dann später wieder in der, ich glaube, in der siebten oder achten Staffel. Da wieder langsam und jetzt hat es ja ein riesiges Revival gefeiert. Und dann gab es irgendwann mal so den Moment, da war die Serie wirklich sehenswert, auch über CW-Verhältnisse hinaus, finde ich, weil es wirklich eine sehr plot-fokussierte Serie war, die Spannung hatte, die Wendung hatte und in manchen Folgen ist mehr passiert als in gefühlten Halbstaffeln von anderen Serien. Und dann, wie du schon angedeutet hast, gab es dann diese verwirrenden Konstruktionen. Ja, sie haben sich halt am Anfang auch nicht dafür entschuldigt, das zu sein, was sie sind, eine Vampir-Serie mit ein bisschen romantischen Elementen dabei. Und Liebesdreiecken auch mal. Und ich meine, sie haben am Anfang ja viel dieses gemacht, was sie jetzt auch am Ende gemacht haben. Sie zeigen was und dann, jemand wacht auf und dann stellt sich raus, 5 Minuten drinnen, ach, das war alles nur ein Traum, das ist alles ganz anders. Aber sie haben sich nicht dafür entschuldigt, es war halt so, ja. Und dann am Ende haben sie irgendwie versucht, Zeitsprünge zu machen und dann war alles parallel in der Gegenwart, was war die Gegenwart nachher? In der Gegenwart und 3 Jahre später und es wurde uns das nicht kam erklärt, ja noch dazu, stimmt, was da passiert ist und der Anspruch war so groß plötzlich. Ich habe zwischendurch den Überblick verloren, was wo wann ist und ich glaube, das war nicht so gut. Und jetzt in der letzten, da finde ich, haben sie wieder sich so zurückbesinnt. Mhm. Es fängt meistens mit einem Tagebucheintrag an, die Leute schreiben jetzt das Tagebuch dann für Elena, die ja im Todestauberschlaf, was auch immer ist. Ja. Ja, so ist das. Und, die englischen Episodentitel haben doch auch immer noch Rückbezüge zu Dialogzeilen aus vorherigen Episoden, oder? Ja, es sind Sätze, die schon mal gefallen sind in der Staffel und ich habe ein bisschen versucht, das in den Reviews zu berücksichtigen, aber ehrlich gesagt, glaube ich, sie haben einfach schön klingende Sätze genommen, ohne dass da jetzt ein tieferer Sinn mit Bezug auf die Szene hintersteckt, die gewesen ist. Und die letzte Staffel hatte jetzt 16 Episoden, davor waren es immer so 22 bis 24, glaube ich, weiß gar nicht. Bei Arrow waren es immer so 23, weiß nicht. CW macht gerne manchmal so eine oder zwei extra Episoden. Und jetzt nehmen wir halt wirklich Abschied von Mystic Falls und den ganzen Figuren. Elena ist ja sowieso schon ein bisschen vorher ausgestiegen, aber wir haben erfahren, dass sie natürlich für das Ende dann nochmal mit dabei ist. Und wie war das eigentlich so? Ja, es ist nicht nur Elena, es ist ja auch noch Catherine im Spiel. Die also Nina Dobrev. Wahrscheinlich noch Nina viel mehr mögen als Elena, ja. Und das war schon gut. Also es war rund. Also wenn das nicht gewesen wäre, wäre es enttäuschend gewesen, aber sie haben es auch nicht besonders gut gemacht. Nicht? Na, sie haben halt das gemacht, was man mindestens erwarten konnte. Okay. Also für eine Rückkehr von ihr. Sie war ja dann so ein bisschen, war sie denn am Ende hier? Also Catherina, der böse Doppelgänger von Elena, die genauso aussieht wie sie, nur hunderte Jahre älter ist. War sie denn am Ende jetzt der finale Big Bad? Oder gab es da dann nochmal irgendwie so einen Twist, wo dann irgendwie noch jemand anders gesagt, aufgetaucht ist, wo dann gesagt wurde, it was me all along, ich stecke hinter allem. Nein. Wie weit wollen wir spoilern? Also es gibt ja, was, ja das schon relativ in den letzten wir besprechen ja jetzt Episoden rauskommt. Mhm. Genau, okay. Also sagen wir das. Am Ende, es gibt in der achten Staffel, gibt es für die Mythologie der Sirenen und des Teufels vorgeholt. Also es gibt der Sirenen, dann schieben die den Teufel hinterher und dann kommt heraus, Catherine hat die Hölle übernommen. Also sie ist die Fürstin der Unterwelt und kann schon als Big Bad dann abgerechnet werden. Am Ende aber stellt sich auch heraus, weil man hat ja nur noch 40 Minuten Zeit, so kompliziert war es dann jetzt auch nicht, sie zu besiegen. Aber die Geschichte von Mystic Falls und den ganzen Vampiren ist ja auch noch nicht zu Ende. Also es passiert noch was Tragisches, das müssen wir, glaube ich, nicht spoilern unbedingt. Aber es gibt dann Möglichkeiten, dass es fortgeführt werden kann. The Originals ist immer noch da, hat, glaube ich, auch einen Zeitsprung gemacht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, sind die noch weiter in die Zukunft gesprungen? Jedenfalls gibt es da, glaube ich, auch so ein Ding, dass es 3 oder 5 Jahre später spielt. Und tatsächlich gibt es jetzt auch Gerüchte um ein zweites Spin-off rund um Caroline. Wie würdest du das finden, wenn das passieren würde? Ja, das weiß ich nicht. Also am Ende habe ich mir ja versprochen, dass Caroline, also das kann man ja vielleicht sagen, sie überlebt diese ganzen Dinge, die passieren. Mhm. Das heißt, es ist durchaus möglich. Und es gibt Hinweise darauf, dass Caroline in Erfüllung geht. Also Klaus und Caroline. Oma. Und das wäre ja im Rahmen von Originals am einfachsten und besten. Also das würde ich mir versprechen. Sie jetzt alleine, weiß nicht, wen sie da mitnehmen sollte. Alaric oder sowas? Ja, ich mag Alaric gerne und ich mag auch das Ende von den beiden. Die haben ein sehr, sehr schönes Happy End zusammen. Also da Caroline ja unsterblich ist, natürlich ein Zeit-Happy End. Also eins mit Alaric, mit der Option darauf später was mit Klaus, weil, ja, man versteht, Unsterblichkeit und so. Ich würde Larry gerne wiedersehen, aber eigentlich nee. Ich weiß ja jetzt schon, dass Caroline im Bild ist. Also das würde ja jetzt schon
da würde ich jetzt mehr drauf setzen, dass sie in New Orleans aufschlägt. Vielleicht nochmal ein kurzes Fazit zur achten Staffel. Also würdest du jetzt sagen, es gibt ja so Staffelfinals, die sind sehr kontrovers. Dexter oder How I Met Your Mother, Lost und so. Wie findest du, also du hast ja das Staffelfinale sehr gut beziehungsweise relativ gut bewertet. Ja. Und findest du dann, der Abschluss ist versöhnlich für die Fans von Vampire Diaries? Ja, ich war versöhnt. So erklären sich auch die 4,5 Punkte. Ich möchte einmal vor laufenden Kameras jetzt sagen, ich gebe Punkte serienintern, wie wir alle, ja, glaube ich. Das alle, ist natürlich. Ja immer ein großes Ding. 4,5 Punkte bei Vampire Diaries sind natürlich was anderes als 4,5 Punkte in einer anderen Serie. Bei also, The Americans oder und so. Auch, genau, ja, 20, 38. Okay, und natürlich auch in dem, was ich erwartet habe und was in der letzten Zeit war. Also verglichen mit den ersten Staffeln waren es keine 4,5 Punkte. Aber nach den drei doch sehr, sehr chaotischen und schwachen Staffeln habe ich es gut hingekriegt. Und ich bin rausgegangen mit dem Gefühl, ja, okay. Ja, also ja. Es war so ein typisches Happy End und es hat mich auch einiges gestört daran. Aber nachdem, wie wir gesehen haben, was die Sachen an die Wand fahren können, diesen Zeitsprung in der Retix, war ich so, ja, das haben sie gut hingekriegt, dass man da rausgehen kann und denken kann, okay. Und sie haben es ja auch so gemacht, sie haben ja dann Zeitsprünge gemacht und uns quasi gezeigt, wie die Leben derjenigen enden, die auch jetzt diese Ereignisse überleben. Also es war schon so ein rundum versöhnliches Happy End für alle. Sehr schön. Die finale Staffel könnt ihr auch demnächst bei Six schauen. Wir blenden das Datum hier noch ein. Dann geht's da los, 16 Folgen. Schaut einfach mal rein und erfreut euch an dem letzten Hurra von The Vampire Diaries. Once the devil comes, he's gone. You're done. You're done. Hello. You can talk. Well, of course he can talk. Hello, pleased to meet you. Sei hier Gast, wir erzählen ohne Hast. Na, 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 na. Was für ein Gast, das bin ich. Danny ist Gast. Wir sprechen jetzt über Die Schöne und das Biest. Die Realverfilmung des Zeichentrickklassikers von 1991. Den hast du wie oft gesehen? Also den Trickfilm habe ich, unzählbar, 20 Mal. Ich dachte eigentlich auch, ich kann die Lieder noch alle auswendig. Hat man gerade gesehen. Das ist nur, weil ich aufgeregt bin, sonst könnte ich die auswendig. Aufregend. Also ich habe den sehr oft gesehen und mag ihn auch. Doch, sehr gerne, ja. Es ist kein König der Löwen für mich, ich habe ihn aber auch ein paar Mal gesehen. König der Löwen habe ich, glaube ich, auch so 20 Mal gesehen. Schön und das Biest vielleicht so 5 Mal. Ich mag den Film auch sehr gerne. Und es ist ja nicht umsonst, glaube ich, der Disney-Film, beziehungsweise der Zeichentrickfilm, der als einziger jemals für bester Film beim Oscar nominiert wurde. Das sagt ja schon einiges darüber aus, wie der gefeiert wird von der Kritik und so. Bill Condon, der hat die letzten beiden Twilight-Filme inszeniert und Mr. Holmes und Inside WikiLeaks, ist der Regisseur, der jetzt diesen Zeichentrickfilm als Realverfilmung zum Leben erweckt. Und was hat dir denn eigentlich am besten gefallen an dem Original? Also ich glaube, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat, ist das Intro. Das fand ich sehr toll. Sowohl als Kind als auch später als Studentin habe ich mir das in meiner Zeichentrick-Animationsklasse ganz oft angeschaut. Ich mag irgendwie die Message und die Musik. Das fand ich toll. Und natürlich ja, die Inszenierung von den ganzen Songs. Also ich finde den Sei hier Gast, wie heißt der im Englischen? Be our guest. Wer See Our West kennt von den Simpsons, der weiß, worauf das basiert. Das kann ich auswendig. See My West, See My West. Ja. Genau, also die Inszenierung von den Songs. Also wie gesagt, dieses Sei hier Gast, unglaublich pompös. Dann, ich glaube tatsächlich die Lieder. Wenn man Disney mag, mag man ja auch oft die Songs da drin. Ja, klar. Wie ich. Ariel zum Beispiel, ne? Ja, Ariel war ich ja nie großer Fan tatsächlich. Was? Ja, geh raus, bitte. Gut, ciao. Nein, natürlich die Songs, die Inszenierung, das Setting im Frankreich der früheren Zeit, um es jetzt mal nicht ganz zu verorten. Der früheren Zeit. Wir wissen alle, wie die Story lautet, so in zwei Sätzen zusammengefasst. Belle ist eine junge Dame, die in einem Dorf lebt, das nicht so ganz fortschrittlich ist und sie strebt nach Größerem, möchte alle Bücher der Welt lesen, möchte die Welt erkunden. Ich glaub, aber das ist gar nicht so einfach. Und irgendwann verschlägt es ihren Vater dann auf eine Tour und der landet dann durch einen Vorfall in der Gefangenschaft des Biests und Belle bietet an, sich für ihn auszutauschen. Genau. Und dann muss sie halt bei ihm auf dem Schloss leben. Das Biest, das weiß sie nicht, wurde verzaubert, genauso wie seine gesamte Belegschaft. Weil die Schönheit im Verborgenen liegt. Genau, und jetzt geht es darum, dass die absolute Liebe
den Zauber brechen kann. Ja. Aber dafür hat er nur eine bestimmte Zeit, denn wenn die Rosenblätter fallen von dieser magischen Zauberrose... An seinem 21. Geburtstag. So ist es dann? Mhm. Okay. Ja, im Zeichentrickfilm. Ja. Dann ist es vorbei. Also entweder er schafft es oder er schafft es nicht, weil sonst werden in der Realverfilmung werden die alle sonst zu den Utensilien, die sie gerade sind. Also oder bleiben die für immer. Die Tasse, also genau. Tasse oder Kerzenhalter, Schrank, was es da nicht alles gibt. Ja, gespielt wird das Ganze von Emma Watson, die wir aus der Harry-Potter-Reihe kennen. Die spielt die Belle. Die ich sehr gerne mag. Die kann überraschend gut singen, wobei ich tatsächlich sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ob das so Nostalgia-Bias ist, aber ich finde die Originalstimmen ein bisschen besser. Der Cast ist ziemlich beeindruckend. Emma Watson ist dabei, Dan Stevens, den ich bei Legion abfeiere und den manche aus Downton Abbey kennen. Audra McDonald, die man aus Private Practice kennt, die aber auch eine veritable Musical-Darsteller ist, spielt mit. Ewan McGregor hat eine Stimme in dem Film. Ian McKellen ist mit dabei. Emma Watson ist auch noch dabei. Aber ich meine, bei Emma Watson hätte jetzt ja schlecht eine andere Stimme nehmen können. Na doch, klar, beim Singen schon. Aber Emma Thompson wollte ich gerade sagen. So viele Emmas. Aber beide Emmas sind mit dabei, ja. Man hätte natürlich eine andere Stimme nehmen können. Ja. So hat man es ja früher gemacht. Ich glaube, die Sprachstimmen bei den Zeichentrickfilmen waren dann eine andere als die Gesangsstimmen. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall bei Der König der Löwen. Ich glaube, auch bei Ariel war es so und bei Schöne und das Schneewittchen und hast du nicht gesehen. Was soll man zu dem neuen Film sagen? Erzähle mir. Ich war leider krank bei der PV. Ich wollte sie mitnehmen, aber dann wurde sie krank. Ja. Ich finde, er ist schön umgesetzt. Er ist wie eine Realversion von dem Zeichentrick umgesetzt. Das hat man, glaube ich, auch schon in den Trailern gesehen. Und es war für mich auch, als die ersten langen Trailer kommen, tatsächlich eine Überraschung, dass man so nah an dem Original dabei ist. Weil Kostüme sind ja ähnlich, das Design ist ähnlich, die Songs sind identisch und so. Und wer also eine Realverfilmung von dem Zeichentrick immer sehen wollte, der ist hier gut bedient. Aber gleichzeitig ist es auch ein großer Kritikpunkt, weil du dann auch eigentlich den Zeichentrickfilm gucken könntest. Ich habe mich ja gefragt, ich meine, klar, es ist ein Disney-Film. Wir kennen ja auch diese ganze Disney-Prinzessinnen-Debatte. Und ich finde, Belle ist eigentlich noch ein harmloses Beispiel für eine Disney-Prinzessin. Aber mich hätte dann interessiert, ob sie irgendwie bei dieser Neuverfilmung oder bei diesem Reboot dieser Figur und diesem Settings einfach was anders gemacht haben. Haben sie? Ja, nicht so viel. Ist das ein großer Spoiler? Das ist auch ein anderer Kritikpunkt, den ich habe, weil ich finde, die Verfilmung ist zu klassisch und zu nah an der Geschichte dran. Es gibt natürlich ein bisschen, ich finde, sie wirkt ein bisschen tatsächlich emanzipierter noch als in der Zeichentrickvorlage, weil du einfach ein bisschen mehr Zeit hast, es auszuschmücken. Ja. Das ist positiv. Weil ich hätte es von Emma Watson ja auch erwartet, ne? Tatsächlich. Ich meine, Emma Watson ist ja auch irgendwie doch, gleichzeitig, eine Feministin. Gleichzeitig bemüht man sich dann auch noch, das Biest auf jeden Fall weniger stalkery darzustellen und ihn sympathischer zu machen. Also hier ist es tatsächlich so, dass die Belegschaft ihn komplett unterstützt und auch natürlich dafür ist, dass das Ganze wieder umgekehrt wird und dass ihr Herr auch wirklich mal Liebe findet. Ja. Ich meine, die Frage ist halt, ich habe den Film noch nicht gesehen, werde ihn aber auf jeden Fall angucken. Wie willst du das machen, dass du eben dieses, klar, du willst die wahre Liebe irgendwie zeigen zwischen diesen zwei Figuren. Ich meine, es ist ja ein festes Setting, aber wie willst du es schaffen, dass du bei dem Prinzen diese Entwicklung besser siehst, dass er einfach... Da musst du ihn sympathischer machen. Ja, eben, finde ich ja nämlich auch. Und nicht dieses, Das Ding ist halt, dass Disney ja, das ist nicht die erste Disney-Märchenverfilmung, die in den jüngeren Jahren rausgekommen ist. Wir hatten jetzt schon Beispiele wie Cinderella und zum Beispiel, was hatten wir noch? Dschungelbuch ist jetzt kein klassisches Märchen, aber das hat euch doch sehr gut gefallen. Genau, das Dschungelbuch ist für mich das Positivbeispiel, wie man es besser machen kann, wie man es modernisieren machen kann, wie man das Original sogar übertreffen kann, weil das Dschungelbuch so gut das ist und das ist ein Klassiker, aber die Storyline ist wirklich papierdünn. Also es gibt Songs, die von irgendeinem Plot zusammengehalten werden bei das Dschungelbuch und bei Schöne und das Biest hängt da tatsächlich ein bisschen mehr dahinter. Mhm. Und bei das Dschungelbuch in der Realverfilmung von Jon Favreau hat man das tatsächlich verbessert. Bei Maleficent hat man das auch verbessert, indem man die Hexe sympathischer gemacht hat, ihr eine Backstory gegeben hat, obwohl ich das Endresultat dann als Film nicht ganz so unterhaltsam fand, wie zum Beispiel Cinderella, wo man auch modernisiert hat. Ja, stimmt. Wo man eine sehr sympathische Protagonistin hatte. Kann man gerade auf Netflix sehen, glaube ich. Genau. Also überall gibt es da so einen modernen Touch, dass es vielleicht nicht so wie die absolute Liebe sein muss. Frozen zeigt, wie man den Ansatz moderner machen kann, dass es nicht nur um die Liebe geht zwischen zwei heterosexuellen Menschen. Und Frozen hat halt einfach, glaube ich, keine Vorlage in dem Sinne. Ich meine, klar ist das die Schneekönigin, aber so weit entfremdet. Ich meine, das ist ja so wenig von Hans Christian Andersens Originalstory. Ja. Ja.
Ja. Und da hätte ich mir halt gewünscht, dass man da ein bisschen mehr in diese Richtung geht, der moderneren Märchen. Hat man jetzt nur bedingt getan, ist jetzt auch vielleicht nicht das Allerschlimmste, wenn man sich denn erfreut an der Vorlage. Ja. Ich hätte es mir halt ein bisschen gewünscht. Was ich auch noch kritisieren muss, ist, man merkt, dass es ein Film ist, der auf die 3D-Konvertierung ausgelegt ist, weil es gibt Szenen, sehr viele Szenen im Film, die sind einfach düster, die sind einfach farblich ein einerlei. Okay. Und in der 2D-Fassung, die ich jetzt gesehen habe, hast du dann teilweise nichts mehr erkannt. Mhm. Du konntest keine Ebenen unterscheiden. Du hast dann Beast irgendwie in der dunklen Höhle gesehen und es war problematisch, dass das alles so ein Farbmischmasch war. Schade. Und da hasse ich wirklich diese 3D-Konvertierung und den Zwang dazu. Also ja, das finde ich wirklich schade und im Zeichentrick ist das halt nicht so gegeben. Ja, ansonsten ist der Cast ziemlich gut, die Inszenierung ist gut, man hat viele Originallieder übernommen. Also wer den Originalfilm liebt, der wird da reingehen und sich denken, ach ja, habe ich jetzt 2 Stunden gesehen. Er findet das Animationsrad wahrscheinlich nicht neu, aber muss man ja nicht immer. Aber wenn ihr euch denkt, ey, der eine Film war perfekt, dann müsst ihr da wahrscheinlich auch nicht reingehen. Obwohl es alles handwerklich wirklich gut gemacht ist. Und es ist ja auch so, Ich finde, es ist noch so, dass man sich erstmal daran gewöhnen muss, dass du diese Kerzenhalter und Tassen in dieser vermenschlichten Form siehst, weil es so ein bisschen strange wirkt. Aber irgendwann hast du dich auch daran gewöhnt, genauso wie, dass du dich daran gewöhnen musst, dass diese Musical-Nummern, die du aus dem Zeichentrickfilm kennst, erstmal so ein bisschen befremdlich wirken, wenn sie zum Beispiel ihren großen Bell-Song am Anfang hat, dass da alle dann zufällig in so einer Konstellation da sitzen. Das wie bei The Walking Dead. Das ist dann alles ein bisschen merkwürdig, aber daran gewöhnt man sich dann auch schnell und dann hat man eigentlich eine ganz gute Zeit. Das ist eigentlich auch spannend, ne? Weil ist das nicht eigentlich dann das quasi Musical-Genre, was ich meine, es gibt ja von Disney auch ganz viele Musicals, die, keine Ahnung, König der Löwen vorn ran, ich glaube, die gibt es doch alle irgendwie. Und ich finde, da funktioniert das immer in so einem Bühnenkontext. Ja. Und ja, ist eigentlich spannend, ob man sich da so mitreißen lässt, weil es ist ja dann doch wieder eine Art Entfremdung von einem klassischen Drama irgendwas. Also Musical-Fans, Zeichentrick-Fans, Disney-Fans, geht rein, der Rest guckt irgendwas anderes. Ich schaue ihn mir trotzdem an, werde ihn vergleichen und dann mich heimlich hier nochmal hinsetzen und euch meine wahre Meinung, die im Verborgenen liegt, erzählen. Schreibt uns natürlich auch gerne eure Meinung zu diesen ganzen Disney-Umsetzungen, zu Realfilm-Adaptionen in die Kommentare. Hashtag Nerdstube, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Ups. Und der Stift fliegt durch die Gegend. Wir machen dann weiter. Das war es dann auch schon wieder mit der Nerdstube für diese Woche. Ich hatte heute 3 zauberhafte Gäste dabei und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir ein bisschen Abwechslung mit eingebracht haben. Kommentare hinterlasst ihr am besten unter dem Artikel oder ihr macht das Hashtag bei Twitter Nerdstube, denn da lesen wir alles, was ihr dazu schreibt. Das tun wir wirklich übrigens. Und nächste Woche haben wir dann wieder das pralle Programm für euch mit anderen neuen Themen. Mit einem sehr urlaubsentspannten Felix wahrscheinlich. Vielleicht, mal sehen, ob er dann wieder da ist. Wenn der alte Urlaubslimmel. Ja, wirklich. Viele Grüße an dieser Stelle. Schaltet also wieder ein und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Wo sind Adam und Lenka? Ich sehe hier nur Eddie Rand und Kolinka. Kolinka Wink. Kolinka Wink. Kolinka. Wollt ihr anfangen? Ja. Wie fangen wir nochmal an? Wir machen eine Begrüßung. Ah ja.